Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Gamer-PC Ryzen 9 5900X mit RTX 3080 Ti für 3299 Euro. Und der wurde mir vorgeschlagen von einem User, deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr 35% Rabatt auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Erst möchte ich noch auf ein Video von mir eingehen, was ich im September gepostet habe. Das war hier so ein Otto-PC und da schrieb ein User: Ich habe mir dein Video kurz mal angeschaut und es ist echt schlecht, alleine wie du redest. Klar, bei Otto zu kaufen ist nicht wirklich der Hammer, ich habe meinen PC selber gebaut. Nur gibt es Menschen, die sich solche Sachen nicht direkt kaufen können und eben Holz, also eben, auf die finanzielle Sachen darauf eingebe. Keine Ahnung, was er damit meint. 1600 Euro ist ja nicht gerade Kleingeld für einen oder anderen schon, aber nicht jede ist bereit, so viel Geld für einen PC auszugeben. Aber wie gesagt, mich nervt, dass wie du das darstellt, joa, könnte das besser sein, könnte hier besser sein und bla bla bla. Die Frage, die viele haben, kann man drauf zocken, ja oder nein? Und ist das so schwer zu beantworten? Also dein Video gefällt mir überhaupt nicht. Gut, okay, alles klar. Ich denke mal, es geht bei diesem Thema darum, dass Otto finanziert. Also ich habe ja mal irgendwann gesagt, meistens kaufen Leute bei Otto, weil sie dann finanzieren wollen, was überhaupt nicht schlimm ist. Jeder finanziert irgendwas. Ich habe mein Auto zum Beispiel auch finanziert. Das ist ganz normal in der heutigen Zeit. Diese 1600 Euro habe ich auch nicht mal eben rumliegen. Mit YouTube verdient man jetzt auch nicht so viel Geld, dass man das mal eben irgendwie auf der hohen Kante hat. Also gut, die Großen natürlich schon. Ich nicht. Es ist einfach nur so. Ist das so schwer zu beantworten? Kann man darauf zocken, ja oder nein? Ja, was soll ich denn dann für Videos machen? Soll ich dann einen PC zeigen? Hier, pass auf, nehmt den PC, da könnt ihr das und das drauf spielen, tschüss. Das macht keinen Sinn. Ich mache ja auch meistens Alternativen. Oder was heißt meistens? Ziemlich oft. Ich habe ein Video, da sage ich, okay, das ist drin. Und ihr bekommt bei dem und dem Händler das und das dazu. Jetzt habt ihr vielleicht das Problem, dass ihr da nicht finanzieren könnt. Okay, verstehe ich. Nur ich bewerte diese PCs. Nach meinen Ansichten. Jeder hat eine andere Meinung, ganz klar. Der eine sagt, die Festplatte ist besser, der andere sagt, die Grafikkarte ist besser. Verstehe ich auch alles. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Ich war früher selbstständig in dem Bereich. Ich habe Computer zusammengebaut, verkauft und so weiter. Deswegen weiß ich, glaube ich, schon, wovon ich da rede, mehr oder weniger. Klar, wie gesagt, es gibt wieder Unterschiede. Jeder sagt, das und das ist anders. Aber naja, es ist einfach nur so. Für dich nochmal, Seko Tati, vor zwei Tagen kam dieser Kommentar. Ich habe ihm auch gesagt, dass er im Video erscheinen wird. Ne? Also er war scheinbar damit einverstanden, weil er nichts dagegen gesagt hat. Es ist einfach so, ich berate die Leute mehr oder weniger und sage dann, das System ist in Ordnung oder eben nicht. Und ich sage nicht einfach so, das und das könnt ihr zocken, dann tschüss. Das mache ich ja zum Schluss auch. Ich zeige mal so eine Art FPS-Test, was ihr damit erreichen könnt. Aber ich gehe halt auf die kleineren Sachen mit ein. Ich mache das nicht so oberflächlich. Ich mache es schon nicht so tief, also da wird es den Leuten wirklich langweilig, wenn ich wirklich auf jede Kleinigkeit eingehe. Aber ich sage die wichtigen Sachen und die werde ich auch so beibehalten. Ich werde das jetzt nicht ändern, nur weil dein Kommentar da kam. Und wie gesagt, die Leute sollen einfach anhand des Videos dann vielleicht entscheiden, ob sie sich so ein System kaufen oder vielleicht bei einem anderen Hersteller kaufen, wo sie dann ein bisschen mehr fürs Geld kriegen. Das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Es ist einfach nur so, ich kann nicht so oberflächlich arbeiten. Das funktioniert nicht. Weil dann kriege ich in den Kommentaren auch links und rechts eine Klatsche. Dann sagt er, wieso, da ist voll der Schrottbord drin. Dann kriege ich wieder einen drauf, habe ich auch keinen Bock drauf. Also, ich werde alles so beibehalten. Trotzdem, Kritik ist immer gerne gesehen, ganz klar, solange da keine Beleidigungen und so drin sind. Und hier ist ja keine Beleidigung drin, das ist okay. Und wenn ihr irgendwas habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Dann müsst ihr aber auch damit leben, dass ihr vielleicht in so einem Video landet, aber ich denke, das ist in Ordnung. Also, starten wir mit der ganzen Kiste. Hier haben wir ein Bild davon. Ja gut, das ist kein großartiger Fake. Hier sieht man einen CPU-Kühler und ein Gehäuse. Das Gehäuse stimmt, der CPU-Kühler. Ja, ich glaube nicht, dass der stimmt. Zumindest nicht ganz. Es ist ähnlich, ne? Von daher, man sieht sonst nichts großartig leuchten, wie es bei vielen anderen ist. Boah, hier beleuchteter RAM, beleuchteter LED-Streifen, was dann hinterher nicht drin ist. Das ist schon okay. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 5900X. Das ist natürlich ein Top-Prozessor, 12 Kerne, 24 Threads, mit den Dingen könnt ihr rendern, Grafikbearbeitung und so weiter, überhaupt kein Problem. Das hat er im Kommentar auch geschrieben, dass er damit gerne so Grafikbearbeitung machen möchte und so was. Und dafür ist der Prozessor auf jeden Fall super.
Hat eine TDP von 105 Watt, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, das Thema hatten wir auch schon ganz oft. Ich würde dann 3600 oder 4000er verbauen, das kann der auch gut ab. Mit 3600 läuft er tatsächlich am besten, soweit ich mich dadurch die Artikel durchgeforstet habe. Und er kostet 509 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen BeQuiet Darkrock 4. Jetzt sollte man meinen, bei einer TDP-Klassifizierung von 200 Watt, dass der die 105 Watt von dem Prozessor locker wegkriegt. Das ist auch so. Ich würde sagen, beim Zocken und so kriegt ihr keine Probleme. Aber wenn der Kollege wirklich vorhat, Grafikbearbeitung und ähnliches zu machen, dann auch noch zu rendern, dann wird das schon ziemlich knapp mit den Temperaturen. Denn ich habe mir hier ein Video rausgesucht von einem russischen Hardware-Kollegen, der hat hier den Darkrock 4 getestet und noch einen Noctua. Und selbst da hat er bei 10 Minuten Cinebench um die 83 Grad. Man sieht es ja auch nochmal im Endergebnis, hier haben wir 84,3 Grad in der Spitze, wenn er 10 Minuten Cinebench laufen lässt. Ihr müsst euch das so vorstellen, da wird ja auch gerendert über den Prozessor. Dann ist das hinterher, wenn ihr da rendert, bei Adobe oder wo auch immer, auch ungefähr das Ergebnis, je nach Gehäuse natürlich. Und 84,3 Grad ist wirklich eine Menge. Es kann sogar passieren, dass der Prozessor da schon ein bisschen drosselt, weil die schon ab 70 Grad langsam anfangen, die Taktfrequenz runterzustellen. Das ist wohl bei AMD so, ich habe mir da ein paar Artikel durchgelesen. Kommt natürlich auch immer auf die Einstellung an im BIOS und das TDP-Limit und so weiter. Aber 84,3 Grad ist eine ganze Menge, ich würde wirklich auf eine Wasserkühlung gehen. Funktionsfähig ist der Rechner natürlich damit ganz locker, vor allen Dingen, wenn man nur zocken will. Aber wie gesagt, nimmt lieber eine Wasserkühlung noch mit rein, vielleicht für einen Huni mehr. Ich muss gleich mal gucken, was die da kostet. Und er kostet 58,47 € bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein MSI X570 Gaming Plus. Ja, ich meckere ja sonst immer wegen Micro-ATX, ATX. Jetzt haben wir hier ein ATX, das passt auch soweit. Das ist X570-Chipsatz, lässt sich auch gut übertacken. Ich finde, da hätte gut ein Gaming Edge reingepasst. Und das wäre im Budget, glaube ich, auch noch drin gewesen. Also ein Gaming Plus, das ist so, wie soll man sagen, fast die Einsteigerklasse in die X570-Boards, wenn man ein ATX-Board nimmt und nicht Micro-ATX. Nichtsdestotrotz hat es natürlich gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier könnt ihr eine M.2 SSD einbauen, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch, wie gehabt, erweitern mit WLAN und einer Capture-Card, was ihr gerne haben möchtet. Hier unten könnt ihr noch eine M.2 SSD einbauen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, hier vorne auch nochmal zweimal USB 3.0, USB 3.1 und USB Typ C 3.1. HDMI werdet ihr halt hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0, PS/2 Anschluss und dann hier noch ein Flash BIOS Button. Es ist soweit ein grundsolides Board. Da möchte ich überhaupt nicht meckern. Ich hätte mir, wie gesagt, vielleicht ein Gaming Edge oder so gewünscht. Es gibt da noch weitere bessere Boards, zum Beispiel auch von Asus. Aber für das System ist das erstmal okay. Es wäre halt im Budget noch drin gewesen, sehen wir gleich noch. Und das kostet 157 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 12 GB NVIDIA RTX 3080 Ti DDR6 beliebiger Hersteller. Das mit beliebiger Hersteller kennen wir jetzt schon, ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Ihr könnt eine MSI, eine Gigabyte kriegen, eine Founders Edition, je nachdem, was sie gerade rumfliegen haben. 3080 Ti ist natürlich fast schon das Höchste, was ihr aktuell kriegen könnt. Also dann kommt noch die 3090, die quasi eine 3080 Ti ist mit mehr Videospeicher. Kann man wirklich so sagen. 350 Watt TDP ist eine ganze Menge, aber das Netzteil, was hier drin ist, kann ich jetzt schon sagen, das passt. Dazu zeige ich euch gleich noch einen schönen FPS-Test. Das Lustige ist, es gab keinen FPS-Test mit einem 5900X und dieser 3080 Ti. Wir müssen auf einen 5800X ausweichen. Rechnet euch von mir aus noch 5 oder 10 FPS dabei. Also das macht den Braten jetzt wirklich nicht fett. Und die kostet aktuell 1749 Euro bei eBay. Arbeitsspeicher, 32 GB, 2x16 GB DDR4 Patriot, 3600 MHz Viper Steel. Kein unnötiges Bling-Bling, 2x16 GB Dual-Channel, wunderbar, 3600 MHz, auch wunderbar. CL18 ist natürlich so eine Sache, da hätte ich vielleicht CL16 genommen, aber der ist wieder ziemlich teuer. Ah, CL18 ist schon okay, nehmen wir so mit. Und kostet 126,31 € bei Mindfactory. Festplatte, 1 TB Samsung PM9A1 M.2 PCI Express 4.0. Ja, die knallt ordentlich rein. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde. Also wenn ihr damit rendern wollt und ähnliches, überhaupt kein Problem. 1 TB wird natürlich dann ein bisschen knapp, je nachdem wie viele Videos ihr habt. Da würde ich eventuell sogar noch eine zweite mit rein konfigurieren oder zumindest noch eine HDD. Das ist nämlich beides nicht dabei, aber früher oder später macht ihr das so oder so. Also ist eine gute SSD und die kostet 137,32 € bei Mindfactory. Laufwerk ohne, das ist natürlich dem Gehäuse geschuldet. Multimedia 7.1 hatten wir auch schon. Netzteil 850 Watt, MSI, MPG, A850GF80+, Gold, Vollmodular. Ja, auch ein gutes Netzteil, Vollmodular. Die Kabel, die nicht benötigt werden, werden euch dann mitgeliefert, wenn ihr hinterher noch Festplatten und so erweitern wollt, die jetzt nicht auf dem Board angebracht sind. Hat 10 Jahre Garantie, 850 Watt ist in Ordnung, Gold zertifiziert. Ja, Platinum wäre auch ganz geil gewesen, aber ich will nicht meckern. Das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Also Gold ist okay. 10 Jahre Garantie ist natürlich wirklich sehr geil. Also wenn ihr da hinterher Probleme mit habt, sagen wir mal nach 2 Jahren ist die Garantie bei Dubaro abgelaufen. Ich glaube schon bei MSI bekommt ihr ein neues, wenn das mal irgendwann abrauchen sollte. Und das kostet 126,87 € bei Mindfactory. Gehäuse, BeQuiet DarkBase 700 RGB mit Glasfenster.
Wundert euch jetzt bitte nicht, dass das hier vorne nicht orange ist. Das könnt ihr einstellen, das ist die RGB-Beleuchtung. Ist ein sehr, sehr gutes Gehäuse, guter Airflow. Ihr habt hinten einen Lüfter vorinstalliert, vorne einen Lüfter vorinstalliert. Es ist wirklich ein gutes, qualitatives Gehäuse. Ich habe schon einige davon verbaut, das 500DX, das 900er, das hat teilweise sogar oben so eine induktive Ladestation. Die gibt es schallgedämmt, die gibt es nicht schallgedämmt, mit Scheibe, ohne Scheibe, wie auch immer. Ist wirklich ein Top-Gehäuse mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten, viele Festplatten passen da rein. Das ist soweit okay. Und das kostet 139,90 € bei Equipa. Betriebssystem optional erhältlich. Ihr könnt euch natürlich einfach einen Windows-Stick fertig machen und dann den Key von CDK-Deals nehmen und Windows selber installieren, anstatt das hier zu kaufen. Da seid ihr noch ein bisschen günstiger unterwegs. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall, also kein Pickup und Return. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr wirklich nur einen Retourenschein kriegt, da mit dem ganzen Ding zur Post fahrt, das da abgebt und dann kriegt ihr den repariert irgendwann wieder innerhalb von 2 Jahren. Ist halt so Standard. Argando gibt zum Beispiel 3 Jahre Garantie, ich glaube sogar 6 Monate von Pickup und Return. Naja. Über die Anschlüsse haben wir uns eben schon unterhalten. Gratiszugabe, Bullshit, Internet Security, 1 Jahr Lizenz, 3 Geräte brauchen wir nicht, können wir wegschmeißen. Und dann sind wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die Samsung SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und dann kommen wir auf einen Gesamtpreis von 3.003,87 €. Das System soll kosten 3.299 €. Ja, zu teuer. Muss man so sagen. Es ist halt wirklich so, wenn ihr die Komponenten wirklich alle bei Mindfactory bekommen würdet, und das ist meistens der Fall, dann seid ihr bei Mindfactory günstiger, wenn es dafür 150 € zusammenschustern lasst. Das bieten die an, 150 € und dann bauen sie euch das zusammen. Wenn ihr selber baut, seid ihr natürlich noch günstiger unterwegs. Sie zocken euch damit jetzt nicht wirklich ab. Es gibt Unternehmen da draußen, die machen das richtig krass, zum Beispiel Hightech, Grüße gehen raus. Es ist einfach nur so, 300 € ist meiner Meinung nach ein bisschen viel. Das ist diese Differenz, wo ich eben sagte, da könntet ihr noch ein besseres Board von holen. Dann passt da noch eine 1 TB HDD oder 2 TB HDD rein. Also ich würde wirklich schauen, wenn ihr selber bauen könnt, baut selber. Diese Schwankungen unterliegen natürlich auch ein bisschen den Grafikkartenschwankungen. Also ich hatte das System schon mal vorkonfiguriert, da war ich bei 3.050 €. Das lag an der Grafikkarte. Das seht ihr auch hier nochmal, 1.749 €, die ist um 50 € gesunken. Bei den Grafikkartenpreisen, gerade bei der 3080 Ti, ist es halt so, das kann mal gut und gerne plus minus 100 € springen. Aber dann ist das System immer noch zu teuer. Ist leider so. Ihr macht natürlich nichts falsch. Es ist gut konfiguriert. Wenn ihr es gekauft habt, ja gut, dann habt ihr halt jetzt 10% fürs Zusammenbauen ausgegeben. Aber ich würde es mir so nicht kaufen, weil ich persönlich finde es zu teuer. Jetzt haben wir hier den angesprochenen FPS-Test RTX 3080 Ti plus Ryzen 7 5800X. Wie gesagt, 5900X ist verbaut, das heißt, ihr habt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leistung. Test in 17 Spielen, 1080p, WQHD und 4K. Schauen wir uns hier F1 2021 an, da seid ihr bei Full HD im Average bei 174 FPS, Grafik auf Ultra, Raytracing an. In WQHD seid ihr auf 138 FPS und in 4K bei 77 FPS. Dann haben wir hier Call of Duty Black Ops Cold War, da seid ihr bei Full HD bei 128 FPS, Grafik Ultra, Raytracing Ultra, bei WQHD 112 FPS und bei 4K auf 100 FPS, mit DLSS sogar auf Qualität gesetzt, sehr gut. Bei Doom Eternal auf Full HD Ultra Nightmare Grafik, Raytracing an, seid ihr bei 176 FPS, in WQHD seid ihr bei 163 FPS und in 4K immer noch bei 100 FPS. Bei Cyberpunk seid ihr in Full HD, Grafik auf Ultra, Raytracing auf Ultra bei 67 FPS. In WQHD bei 73 FPS, Grafik Ultra, Raytracing oder DLSS auf Qualität. Und in 4K bei 40 FPS. Also da würde ich es echt nicht spielen. Schon krass, dass Cyberpunk eine 3080 Ti tatsächlich auf 4K so krass ausreizen kann. Watch Dogs Legion auf Full HD, Grafik auf Ultra, Raytracing auf Ultra bei ca. 70 FPS. WQHD 82 FPS, wenn DLSS eingeschaltet wird auf Qualität. Und 4K bei 50 FPS mit DLSS auch auf Quality, Raytracing auf Ultra und Grafik auf Ultra. Gut, das wäre es auch schon wieder mit diesem System. Joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt oder schreibt es eben in die Kommentare. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.